Servus, Freunde. Schöne Grüße von uns beiden hier. Der Baggerfahrer sitzt schon wieder auf seinem Lieblingsplatz. Wir haben von unserem Bänderhersteller Bänder geschickt bekommen. Zwei Sorten. Und heute habe ich den ganzen Tag das erste Band ausgetestet. Und das Filmchen dazu, das kommt jetzt. Ich bin ja eigentlich ein Optimierer, wenn ihr die vorhergehenden Videos alle schon, oder einige davon schon geschaut habt. Und so geht es mir halt auch mit den Bändern. Da ist ja schon seit geraumer Zeit so ein bisschen was, so Trouble in der Wuttmeiser-Säger-Szene so durch mich entstanden. Ich habe natürlich mal wieder voll ins Horn reingeblasen und habe von unserem Bänderhersteller die Nachricht bekommen, wir haben da was. Und das habe ich mir natürlich gleich mal liefern lassen. Und da haben wir heute einfach mal den ganzen Tag wieder feinste Späne produziert und ausgetestet. Und wir haben ein Band, also nur ein Band getestet. Das heißt, ich habe es den ganzen Tag drauf gelassen. Es ist immer noch rattenscharf. Ich bin echt begeistert. Ja, hallo Fritschi. Auch am zweiten Tag. Wir hatten heute früh noch einen Lohnschnitt gehabt. Das Band ist immer noch drauf. Das sind jetzt 8 Bandlaufstunden, glaube ich. Ist immer noch scharf. Ich bin total geflasht. Also Wahnsinn. Und das ist jetzt mal ein kleines Filmchen über meine Erfahrungsberichte vom ersten Testtag mit dem, wie ich es schon gesagt habe, sogenannten Zauberband. Das ist Wahnsinn. Also bedenkt, wir sägen mit einer LT70 mit breiten umgebauten Bandlaufrollen. Also das, bei euren Sägen gelten dann wahrscheinlich andere Parameter. Hier, wir haben wieder ein bisschen was Dickeres, das fällt gar nicht so auf bei der LT70, aber der Stamm hat am Zopf fast 50 cm. Wir testen schon den ganzen Tag, ein Band ununterbrochen draufgelassen. Hier schneiden wir jetzt ein paar 10er Kanthölzer raus. Das ist Käferholz, sehr trocken. Die Bänder sind bis jetzt super scharf, stehen super im Holz. Ganz kleine Schnittfuge. Kein Wellenschnitt, kein Schwingen, also kein Resonanzschwingen. Also ich bin echt bis jetzt beeindruckt. Wenn es so bleibt, dann schauen wir mal. Weiter geht's. Ich bin echt immer noch geflasht, wie gut das funktioniert mit den Teilen. Keine einzige Welle, ganz wenig Späne. Also das ist schon mehr nur so ein Spänemehl, Spänestaub. Das Schnittbild, auch annähernd wie gehobelt. Also richtig so, gut. Jetzt schneiden wir hier noch aus diesem dicken Stück 8er Kanthölzer. Da sind richtig fette Äste drin, richtig knochige. Ja, trockene Fichte, Käferfichte, also ich tue dem Band schon richtig was an, also das muss es halt einfach überstehen, weil was bei mir nichts taugt, das taugt auch für euch dann nichts. Also ich bin echt beeindruckt von den Bändern, auch die 80er Kanthölzer, absolut akkurat, gehobeltes Schnittbild, Wahnsinn, extrem geil. Also, das haben wir bis jetzt alles geschnitten. Dann haben wir das damit geschnitten. Das sind 9er Kanthölzer, richtig viele. Hier haben wir 10er Kanthölzer. Und natürlich haben wir hier mit den Bändern, habe ich vorhin den Hänger schon weggeschafft, 63 Pfosten geschnitten. Also, bis jetzt hält das Band richtig gut durch. Finde ich richtig cool. Ich werde mal noch ein bisschen weiter testen. Und wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare unten rein. Zu den Bändern natürlich, wir sind noch in der Testphase mit diesen Bändern.
die Stellitbänder für die LD70, für die breiten Bandlaufrollen, die sind durchgetestet, die funktionieren super, wenn man einige Sachen beachtet. Das hatte ich ja schon mal in einem der vorhergehenden Videos angesprochen. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Unseren Sägertag, wie gesagt, nicht vergessen, sind noch 4 Plätze frei, also bis dato. Und ja, Sägertag, nochmal kurz Info für alle. Alles rund ums Holz, Sägewerke, Sägewerk, Schnitttechniken, Technik im Sägewerk und an der Säge. Ja, also dann bis dahin. Ciao, ciao.